Also die Aufzeichnung läuft. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung und die sehr, sehr freundliche Einführung und auch schon für die inhaltliche Einführung. Das macht es mir gleich ein bisschen leichter, meine verehrten Damen und Herren. Ich freue mich jetzt die nächsten 1,5 bis 2 Stunden mit Ihnen hier bei diesen Themen verbringen zu dürfen. Ich darf über die ersten paar Folien jetzt relativ schnell drüber gehen, weil das schon ein bisschen thematisiert wurde und weil es auch schon ziemlich bekannt ist, wo wir da jetzt stehen, was die Temperaturen anbelangt. Sie kennen sicher alle diese Grafik von den Scientists for Future, ein sehr schönes Logo, das vor ein paar Jahren entstanden ist, das den rasanten Anstieg der Temperaturen symbolisiert. Was seltener gezeigt wird, ist eine Folie einer Studie, die letztes Jahr entstanden ist. Die zeigt uns die Folge eines ungebremsten Anstiegs der Temperaturen, also wenn wir nicht gegensteuern. Und zwar sehen wir hier die Gebiete mit Jahresmitteltemperaturen von mehr als 29 Grad. Das gilt so als Jahresmitteltemperatur, wo man gerade noch zivilisiert leben kann. Darüber ist es dann einfach nicht mehr möglich. Das sind jetzt derzeit nur ganz wenige, die schwarzen Flecken hier, etwa 0,8% der Erdoberfläche. In Zukunft könnten das bis zu 20% werden, also alles, was jetzt schraffiert ist. Und Sie sehen, wie viel da extrem dicht besiedelte Gebiete, wie zum Beispiel Indien, Bangladesch, auch mit dabei sind. Das würde dann nämlich insgesamt 3,5 Milliarden Menschen betreffen, diese Temperatur von 29 Grad, wo man dann eigentlich nicht mehr wirklich leben kann. Also das ist so das, was in relativ kurzer Zeit, nämlich in 50 Jahren, passieren könnte, wenn wir nicht ausreichend schnell entgegensteuern. 2 Grad sollten wir mindestens einhalten. 1,5 Grad ist immer häufiger in den Schlagzeilen auch als anzustrebendes Ziel. Und manche von Ihnen haben es am Anfang gesehen. Die Frau Dietenmeier hat die berühmte Uhr vom MCC laufen lassen, wo man sieht, wie lange können wir noch weiter in diesem Ausmaß emittieren, um 1,5 Grad zu halten. Das sind dann etwa 6, 7 Jahre, oder eben um 2 Grad einzuhalten. Das sind dann 24 Jahre. Es wird sich wohl, wenn es gut geht, irgendwo dazwischen abspielen. Das 1,5-Grad-Ziel darf man nicht aufgeben. Aber es wird doch zunehmend unwahrscheinlich, dass man das noch schafft, was nicht heißt, dass wir nicht alles, was wir tun können, dafür auch tun müssen, um dieses Ziel doch noch zu erreichen. 2 Grad. Wir sprechen derzeit von etwa 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, die in die Atmosphäre emittiert werden. Äquivalent, weil nur etwa 2 Drittel davon wirklich CO2 sind. Die restlichen Gase sind Methan und Lachgas vor allem, aber auch ein paar technische Gase. Und dann gibt es auch noch den Effekt der Landnutzungsänderungen. Das bezogen auf knapp 8 Milliarden Menschen. Sie können sich es auch ausrechnen, sind 6, 7 Tonnen pro Person. In manchen Ländern viel weniger, bei uns mehr. Bei uns sind es etwa 10 bis 12 Tonnen, so in der Größenordnung, in der Schweiz 14, das wissen wir relativ gut. Wir müssen auf 10 Milliarden Tonnen runterkommen und werden dann wahrscheinlich in etwa 10 Milliarden Menschen bei der Weltbevölkerung angekommen sein, so um die Jahrhundertmitte. Das macht dann eben die Rechnung auch relativ einfach, dass wir dann 1 Tonne pro Person und Jahr emittieren dürfen. Und mit dieser 1 Tonne, warum dürfen wir denn überhaupt noch 1 Tonne emittieren? Mit dieser 1 Tonne ist dann diese Netto-Null zu schaffen, von der die Rede ist. Wir brauchen ja die Klimaneutralität, also wir dürfen überhaupt kein CO2 mehr zusätzlich in die Atmosphäre lassen, weil das immer wieder den Treibhauseffekt ja ankurbeln würde. Wir brauchen die Klimaneutralität, also eine Netto-Null, und das schafft man dann, wenn man bei dieser 1 Tonne noch pro Person, also bei diesen 10 Milliarden Tonnen, entsprechend noch negative Emissionen dazu nimmt. Das nehmen wir jetzt mal als Stichwort auf und schauen uns das Thema noch an. Wir werden
nicht umhinkommen, ein paar Emissionen immer noch in die Atmosphäre zu pusten. Das wird nicht anders gehen, wenn wir an die Landwirtschaft denken. Beispielsweise dem gegenüber sind dann eben diese negativen Emissionen oder auch die CO2-Entnahmen zu stellen. Und das möchte ich nur ganz grob hier mal auflisten, was das alles ist. Das ist natürlich Aufforstung, wenn wir Wälder neu entstehen lassen, aufforsten, wieder aufforsten. Das sind aber auch andere Methoden, wie zum Beispiel, wenn man Biomasse schon verbrennt, dann mit nachheriger CO2-Abscheidung. Das heißt, die Biomasse kann aus der Atmosphäre CO2 entnehmen. Danach wird es bei der Verbrennung aber nicht klimaneutral wieder in die Atmosphäre gelassen, sondern eben abgeschieden und verpresst und gelagert. Das ist eine technische Methode, die eine Möglichkeit darstellt. Ozeandüngung ist eher umstritten. Biokohle, etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das Biokohle kann man ebenfalls aus der Biomasseverbrennung herausnehmen und dann mit dieser Biokohle aber auch der Landwirtschaft etwas Gutes tun. Da komme ich dann in meinen Ausführungen noch ein bisschen dazu. Bis hin zu Luftfilter, die auch Kohlendioxid aus der Luft filtern können. Da gibt es eine Reihe von Technologien, die wir in irgendeiner Form wohl auch beanspruchen müssen, um diese negativen Emissionen dann auch tatsächlich zu erreichen. Noch ein Gedanke zum Thema 2 Grad oder 1,5 Grad. Wo liegt denn da der Unterschied? Da gibt es eine sehr schöne Arbeit, die uns das erklärt mit ganz, ganz vielen Details. Ich habe jetzt nur drei davon herausgenommen, wo man sieht, wie stark werden Pflanzenarten dezimiert, wie stark werden Insektenarten dezimiert bei 1,5, bei 2 Grad. Man sieht, dass es ein relevanter Unterschied ist. Und am eindrücklichsten ist für mich eben die Anzahl der Menschen, die bedrohlichen Hitzeperioden ausgesetzt sind. Das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich vorhin schon gezeigt habe im Jahr 2070. Da war es aber noch ein größerer Temperaturanstieg, wenn wir da nichts machen. Aber bereits der Unterschied zwischen 1,5 Grad der Erwärmung und 2 Grad Erwärmung ist sehr, sehr groß. Sie sehen es, 1 Milliarde, 2,7 Milliarden Menschen, die bedrohlichen Hitzeperioden ausgesetzt sind. So, und jetzt sollten wir das also hier in Lindau und in Vorarlberg und in Europa lösen, dieses Problem. Und dann kommt man aber immer gleich damit und sagt, ja, aber die Chinesen und die Inder, die stoßen ja so viel CO2 aus. Und wenn man diese Grafik jetzt anschaut, dann ist das auch auf den ersten Blick bedrückend, wie die Emissionen aus China insbesondere in den Nullerjahren fast explodiert sind, ganz stark angestiegen. Zuerst muss man zu dieser Folie dann sagen, trotzdem, dass jetzt in China derzeit dreimal so viel CO2 emittiert wird wie in der EU, die Chinesen sind viermal so viele Menschen wie wir in der EU und haben immer noch einen höheren Pro-Kopf-Ausstoß als das hier in Europa. Einen niedrigeren Pro-Kopf-Ausstoß als das hier in Europa der Fall ist. Entschuldigung. So, das sieht ja jetzt auf den ersten Blick nicht so gut aus, diese Aufsummierung von diesen Emissionskurven. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man bei der EU-Kurve, dass die eigentlich schon ein bisschen nach unten geht. Und ich habe da mal versucht, das einfach zu prolongieren und die EU-Kurve mal anzuschauen, wie könnte die weitergehen. Das ist so eine Hüllkurve darüber. Und das ist jetzt gar nicht so unrealistisch, dass man diese angestrebte 2040 jetzt rein von der Grafik her, von der Kurve her auch schaffen könnte. Ähnlich in den USA, da ist der Peak auch schon in den Nullerjahren passiert. Da geht es auch schon tendenziell ein bisschen nach unten und es passieren da auch sehr viele Anstrengungen. Das könnte auch ähnlich in China erfolgen, in einer solchen Parabel, in Indien, in den anderen Ländern. Und das bedeutet, also auf diese Art und Weise kann man das auch global schaffen. Und wichtig ist mir aber dabei zu sagen, dass Europa bereits beim Emittieren der Vorreiter war. In Europa hat die industrielle Revolution stattgefunden. Da wurde als erstes Kohle verbrannt und von da aus dann sozusagen exportiert diese Technologien. Also wir haben da auch eine kulturelle Verantwortung. Wir haben Gott sei Dank auch diesen Peak als Erste erreicht und sind jetzt auf dem Weg, wohl als Erste auch den klimaneutralen Kontinent zu erreichen. Zumindest ist es als erstes angestrebt.
Innerhalb von Europa wird das aber auch nicht nur von Brüssel aus verordnet werden können. Ich glaube, da darf jetzt auch ein bisschen ein Wettbewerb entstehen von möglichst vielen Städten und Regionen, die sich da matchen und sagen, wir schaffen das vielleicht schon 2035 oder noch schneller. Ich halte das für sehr wichtig, weil das nicht alles zentralistisch dirigiert werden kann und weil es die Regionen und die Kommunen ganz dringend dazu braucht. So viel mal zur Einleitung. Ich starte mit dem Big Picture Klima, wie ich das nenne. Da geht es jetzt um eine Art Emissionsverortung, also dass wir mal kennenlernen, woher stammen die Emissionen, aus welchen Lebensbereichen, aber auch aus welchen Emissionssektoren. Ich beginne mit dem Bauen und Wohnen. Ich habe es gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Mittelwert für uns Mitteleuropäer von 12 Tonnen pro Person an. 12 Tonnen CO2-Äquivalent pro Person und Jahr. Das ist meine Skala. Ich spreche jetzt eigentlich nur noch von dieser Skala. Also immer, wenn ich, oder zumindest fast immer, wenn ich irgendwelche Zahlen benenne, dann geht es um diesen persönlichen sozusagen Fußabdruck, der natürlich auf die ganze Bevölkerung umgelegt gilt. Aber man kann es dann sehr gut auf die eigene Person beziehen, wenn wir das auf die Bevölkerung eben beziehen. 1,9 Tonnen von diesen 12 fürs Bauen und Wohnen, da ist die Errichtung auch dabei der Gebäude, aber hauptsächlich das Heizen und das Warmwasser. Die Ernährung, ein relativ großer Bereich und zu wenig diskutiert, meines Erachtens. Die Mobilität, da habe ich jetzt ein bisschen aufgetrennt, dass man es besser einordnen kann. Die private Mobilität, also das, was man nicht geschäftlich zurücklegen muss und auch nicht der Güterverkehr ist damit drin, sondern das ist das, was wir aus privaten Gründen im Auto sitzen oder auch in Öffis, wobei die einen ganz kleinen Anteil haben. Der sonstige Konsum ist auch noch relativ umfangreich, von der Wohnungseinrichtung angefangen über Elektrogeräte, also viele Produkte, die industriell erzeugt werden und einen globalen Fußabdruck dann auch mit sich bringen, wie beispielsweise Bekleidung und Schuhe. Da sind aber auch Papierprodukte und andere Dinge mit dabei, also ein relativ großes Sammelsurium, aber auch ein relativ großer Betrag mit 1,5 Tonnen. Sport und Freizeit vergisst man ganz oft, dass auch der Eishockey, das Eishockey-Stadion gebaut werden muss und betrieben und natürlich auch das Fußball-Clubheim beheizt werden muss. Das sind ganz viele Dinge damit verbunden, bis hin zum Skifahren und Heliskiing und alles Mögliche. Fahrzeugbesitz, den habe ich da jetzt rausgenommen, weil es durchaus wichtig ist zu unterscheiden, was wird emittiert, während wir tatsächlich Auto fahren und was wird bereits bei der Herstellung des Autos emittiert. Das ist auch nicht wenig mit 0,6 Tonnen. Man sieht aber, dass der Autofahrbereich da deutlich größer ist, etwa drei Viertel und etwa ein Viertel steckt im Fahrzeug drinnen in sozusagen grauen Emissionen. Der Haushaltsstrom kommt relativ spät vielleicht für manche mit 0,6 Tonnen, ist nicht mehr so wichtig wie früher. Meine Eltern haben zu mir noch gesagt, schalt das Licht aus, wenn du aus dem Raum gehst und den Fenster und den Fernseher aus. Das war das Energiesparen sozusagen. Viel mehr war damit nicht verbunden. Das hat sich stark geändert. Der Haushaltsstrom hat einerseits nicht zugenommen, weil die Geräte immer effizienter wurden, er hat auch nicht abgenommen, aber der Strom ist etwas sauberer geworden in der letzten Zeit. Darum hat er sowohl absolut abgenommen, diese Emission, als auch relativ, weil die anderen viel stärker zugenommen haben. Dann kommt das Fliegen. Wenn man ja sagt, das Fliegen ist so klimatechnisch so schlimm, ist es auch, aber es ist im Schnitt mit diesen 0,6 Tonnen jetzt nicht der allergrößte Punkt. Da muss man aber dazu wissen, dass in etwa die Hälfte der Menschen gar nicht fliegt, hier in Deutschland und in Österreich. Das heißt, wer fliegt, hat schon mal im Durchschnitt dann 1,2 Tonnen zu verbuchen. Und wir wissen es, da kann man dann vielleicht einmal in den Süden fliegen damit, nach Südeuropa. Aber sobald da eine Interkontinentalreise dazukommt, sind es dann 3, 4, 5, 6 Tonnen. Und das kann dann die Bilanz ganz schön vermiesen. Haustiere, ein Bereich, der überhaupt nicht betrachtet wird. Auch Haustiere verursachen Emissionen. Vor allem sind da Hunde und Katzen gemeint, die einen relativ hohen Fleischkonsum aufweisen.
Sie wissen, dass ich das Buch geschrieben habe und da steht das alles auch drin. Ich habe dann am Anfang jedem Einzelnen, dem ich das Buch irgendwie zukommen habe lassen, gesagt, bitte nimm es nicht persönlich, was da drin steht. So ist es nämlich auch nicht zu verstehen. Es geht da nicht darum, zu sagen, das und das und das darf man alles nicht mehr machen. Mir ging es vielmehr darum, mal aufzuzeigen, woher kommen denn die Emissionen überhaupt, dass man auch das fundiert analysieren kann und dann sagen, wie gehen wir jetzt das Thema dann überhaupt an. Und es ist ja nicht der ganz große Bereich. Aber wenn wir jetzt uns nochmal vor Augen halten, dass wir von diesen 12 auf eine Tonne runter müssen, ja, auf eine, dann muss man sagen, ja gut, dann sollte vielleicht das auch sollten vielleicht auch diese 0,4 Tonnen bei den Haustieren nicht so bleiben, wenn das Gesamtbudget nur eine Tonne beträgt. Ganz oben drüber noch ein Deckel mit knapp 2 Tonnen. Es gibt einfach ein paar Dinge, die wir nicht direkt beeinflussen können und die trotzdem Emissionen verursachen. Das ist die gesamte Verwaltung, Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, Militär, Polizei, Bildungswesen. Alle diese Dinge schenken auch ein bisschen ein und kommen da oben noch als Deckel mit drauf. Das ist die Ausgangslage von 12 auf 1 in höchstens 20 Jahren. Das ist ein sportliches Ziel. Und die Frage ist, wie wir das jetzt managen und auf welche Bereiche wir uns da jetzt stürzen sollen. Um diese Frage zu erörtern, muss ich jetzt noch sozusagen ein Level komplexer werden. Danach wird es dann wieder einfacher. Weil ich genau diese Balken, die ja die Größe der Emission, das Ausmaß der Emission jeweils repräsentieren, weil ich diese Balken jetzt nochmal aufteile in die verschiedenen Emissionssektoren. Da wäre einmal der elektrische Strom. Sie kennen das ja vielleicht, beziehungsweise Sie kennen es vielleicht nicht in dieser Form, wie ich es jetzt schon gezeigt habe, aufgegliedert nach Lebensbereichen. Sie kennen es vielleicht viel mehr, dass man sagt, ja, der Verkehr braucht so viel, die Industrie braucht so viel, die privaten Haushalte brauchen so viel. Das finde ich eigentlich keine sehr hilfreiche Einteilung, weil die Industrie macht ja nur Produkte für uns. Also warum sollen wir das nicht nach Lebensbereichen aufteilen und dann aber schauen, woher kommen jetzt die Emissionen dann jeweilig genau? Also Beispiel, elektrischer Strom braucht man fast überall, nicht nur im Haushaltsstrom, da ist es natürlich 100%, sondern auch in allen anderen Bereichen wird mehr oder weniger Strom benötigt. Beim privaten Verkehr ist es nicht der Strom für die Elektromobile, der scheint noch nicht auf. Es ist der Strom für die Eisenbahnen, weil die Öffis ja dort auch mit dabei sind. So geht es weiter. Es gibt Treibstoffe, die wir natürlich hauptsächlich im privaten Verkehr brauchen, aber auch im öffentlichen Bereich. Da gibt es geschäftlichen Verkehr, Güterverkehr steckt überall mit drin. Beim Fliegen ist das ein großer Bereich, da komme ich danach noch zu sprechen, warum das nicht alles ist beim Fliegen. Die Gebäudewärme ist wiederum klarerweise beim Heizen, beim Bauen und Wohnen, aber auch die öffentlichen Gebäude müssen beheizt werden und so weiter geht jetzt das mit der Prozesswärme der Industrie, die ist wieder hauptsächlich in den Industrieprodukten drin, hier im sonstigen Konsum und dann auch beim Fahrzeugbesitz ist viel. Ich muss mal schauen, ob ich da gleichzeitig was zeigen kann. Ja, Sie sehen meinen Laserpointer jetzt. Ich denke ja, wenn ich keine Widerrede höre. Also auch im Fahrzeugbesitz ist Prozesswärme mit drin. Dann kommen wir noch zu den Treibhausgasen der Landwirtschaft. Die sind auch wieder klar, hauptsächlich in der Ernährung, aber eben auch bei den Haustieren. Das ist relativ viel. Und das spielt eine relativ bedeutende Rolle, wie wir dann später noch sehen werden. Und was jetzt noch gefehlt hat, war der Treibhauseffekt im Flugverkehr, weil nämlich beim Fliegen nicht nur der CO2-Effekt wirksam wird, der entstehen würde, wenn wir das CO2 hier bodennah ausstoßen würden, sondern in 10.000 Meter Höhe ist es ein stärkerer Effekt. Da kommen auch noch andere Effekte dazu mit Wasserdampfbildung, Wolkenbildung etc. Und deswegen ist der Treibhauseffekt größer, als es rein der Treibstoff, wenn man den verbrennt, verursachen würde. Klarerweise hauptsächlich beim Fliegen, aber auch in anderen Bereichen wird geflogen, auch Ernährung wird eingeflogen, deswegen ist das auch sonst noch ein bisschen verteilt.
So, das ist jetzt die Ausgangslage. Wir können jetzt die Strategien erneuerbare Energien, Effizienz und Suffizienz oder Lebensstil ansetzen. Das sind die wichtigsten drei Strategien, die wir brauchen oder die uns zur Verfügung stehen, diese Emissionen zu reduzieren. Wir starten bei etwa 12 Tonnen und müssen 90% reduzieren. Und ich bringe jetzt das Beispiel von Vorarlberg, weil ich es da mal ein bisschen genauer analysiert habe. Sie sehen jetzt ein paar schraffierte Flächen und die fallen in Vorarlberg schon mal weg. Da haben wir Glück, da sind wir privilegiert, weil wir zum Beispiel eine Stromversorgung mit deutlich mehr Erneuerbaren drin haben. Wir haben 70% Wasserkraft und auch noch ein paar andere erneuerbare Energieträger, sodass der Emissionsrucksack für die elektrische Energieversorgung, das schon mal zu drei Viertel wegfällt. Wir haben auch einen etwas überdurchschnittlich guten Gebäudestandard. Vorarlberg war mal Vorreiterregion bei Passivhäusern und auch bei der Gesetzgebung. Da ist seither einiges passiert und gebaut worden mit etwas besserem Standard, als es vielleicht andernorts ist. Darum sind wir da auch ein bisschen niedriger. Und das reicht schon, um jetzt diese Bilanz von 12 auf etwa 9 Tonnen zu reduzieren. Damit hat sich es aber auch schon mit dem Privileg. Von da weg ist es jetzt Knochenarbeit und ich bemühe jetzt diese drei Strategien. Beginne mal mit dem Lebensstil und möchte einfach ein Beispiel herausnehmen, zuerst mal aus dem Bereich der Ernährung. Ich habe es gesagt, durchschnittliche Ernährung ist mit etwa 1,8 Tonnen pro Person zu versehen oder zu berechnen. Das können wir aber sehr stark beeinflussen. Wenn wir uns vorwiegend tierisch ernähren, dann kann das raufgehen auf 2,4, wenn man es darauf anlegt, auch auf 3 Tonnen. Das geht natürlich. Wenn man versucht, gesund zu leben, auch das, was uns die WHO sagt als gesund, das ist ja in etwa einmal, vielleicht maximal zweimal Fleisch pro Woche, weniger Milchprodukte und das dann noch mit den Attributen bio und regional und saisonal kombiniert, dann kommt man da schon sehr weit runter auf 0,8 Tonnen pro Jahr. Und auch hier kann man es auf die Spitze treiben und vegan und enthaltsam, sage ich da jetzt, ohne Kaffee, ohne Alkohol, das schreibe ich so hin, weil es überhaupt nicht meins ist, mein Lebensstil. Ich möchte aber damit sagen, dass es möglich ist und ich bewundere auch jede und jeden, die das für sich so entscheiden können und so leben können. Mir würde sowohl der Kaffee als auch der Alkohol abgehen. Ich sage es Ihnen gerade, wie es ist. Also, man sieht aber trotzdem, was da an Potenzial drinsteckt, schon bei der gesunden Lebensweise mehr als die Hälfte der Emissionen, wenn man eben auch auf diese Eigenschaften bioregional, saisonal entsprechend achtet. Und wenn man will, kann man auch bis zu 80% reduzieren. Und jetzt müssen wir aber an dieser Stelle sozusagen in den Hinterkopf nehmen, wir müssen es einfach schaffen, in allen Lebensbereichen mit jeder Strategie im Durchschnitt 30% zu reduzieren. Ja, wenn wir mit dem Lebensstil 30% machen, mit der Effizienz, mit den Erneuerbaren 30, dann haben wir diese 90% erreicht. Und wir brauchen nicht irgendwo ganz extrem zu agieren, obwohl es hilft im Durchschnitt natürlich auch diese extremen und radikalen Reduktionen. Aber in Bezug auf den Durchschnitt gelten diese 30% als Maß der Dinge. Obwohl es nicht in allen Bereichen möglich ist, 30% Effizienzbeitrag oder 30% erneuerbaren Beitrag herbeizuführen, wenn wir eben beispielsweise an Treibhausgase aus der Landwirtschaft denken, das Methan aus der Rinderzucht, das bekomme ich mit Erneuerbaren nicht weg. Also es gibt schon Bereiche, wo das dann diese Aufteilung nicht funktioniert und wo dann entsprechend andere Strategien für die Kompensation herangezogen werden müssen. Wenn wir jetzt dieses Bild wieder weiter pflegen, Sie sehen wieder die schraffierten Flächen, das fällt jetzt hier dann weg. Das, was jetzt schon weiß ist, das ist in Vorarlberg einfach schon weg. Ich habe es Ihnen erklärt. Also wenn wir uns deutlich gesünder ernähren oder gesund ernähren, dann könnten wir in etwa die Hälfte dieser Emissionen bei der Ernährung da schon wieder wegmachen.
privaten Verkehr bedeutet einfach mehr Rad zu fahren, den ÖPNV stark auszubauen. Ich bin der Meinung, ein Drittel ist ziemlich leicht möglich, mit entsprechenden Begleitmaßnahmen natürlich, die man braucht, um den Radverkehr, den aktiven Fußverkehr auch entsprechend attraktiver zu machen, aber auch um das Autofahren vielleicht etwas weniger attraktiv zu gestalten und den ÖPNV entsprechend auszubauen. Ein Drittel sollte da locker drin sein. Die Hälfte könnten wir beim Fahrzeugbesitz reduzieren, wenn wir mit der Hälfte der Fahrzeuge auskämen. Das bedeutet in vielen Fällen zuerst mal das zweite oder sogar Drittauto abzuschaffen, aber in anderen Fällen natürlich auch ganz ohne Auto auszukommen. Und das ist wiederum, da, so ehrlich müssen wir sein, eine Frage des Wohnorts. Da tut man sich in einer Großstadt halt viel, viel leichter und im urbanen Bereich als auf dem Land, wo man öfter auf das Auto angewiesen ist, als wie gesagt, in der Großstadt. Auch in anderen Bereichen spielt der Lebensstil eine Rolle. Ich habe jetzt da nur ein paar Beispiele herausgenommen, aber wir werden diese Strategie wohl auch bemühen müssen und sollen, um da effizient ans Ziel zu kommen. Wenn wir das so machen, dann schaffen wir mit dem auch wieder etwa ein Drittel und sind schon unterhalb von 7 Tonnen durch den Lebensstil und es wird wieder einiges weißer. Ich komme noch zur Effizienz. Auch da wieder ein konkretes Beispiel. Wenn wir uns einfach den privaten Verkehr anschauen, ich habe es gesagt, 1,5 Tonnen. Effizient wäre da jetzt, wie gesagt, nicht Lebensstil und nicht Erneuerbare. Das ist jetzt nur den Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor zu ersetzen. Verbrennungsmotor Wirkungsgrad 30%, Elektromotor 90%. Wir können 2/3 reduzieren. So einfach ist das, da haben wir noch sonst gar nichts gemacht, da haben wir ganz normale Stromversorgung und noch keine Erneuerbaren drin. Alleine mit dieser Effizienzmaßnahme sparen wir 60% ein. Und das kann man wieder bei vielen anderen Bereichen auch finden. Auch hier ein paar Beispiele, das habe ich genannt. Wenn wir vorher 1/3 mit dem Lebensstil geschafft haben, dann können wir jetzt von dem verbleibenden Rest 2/3 wegnehmen und insgesamt haben wir wieder 1/3 in etwa, wo wir über die Effizienz reduzieren können. Effizienz ist auch eine Frage ist auch eine Frage in der Landwirtschaft. Ein Stück weit geht das, nämlich zum Beispiel bei der Lachgasemission. Dort spielt es eine Rolle, ob wir jetzt mit Mineraldünger arbeiten oder mit Biolandwirtschaft und ohne Mineraldünger, vielleicht mit Biokohle arbeiten, um die Produktivität auf einem guten Niveau zu halten. Auch damit kann man Emissionen reduzieren und das fällt in diesem Sinne auch unter Effizienz. Ein ganz großer Bereich ist bei der Effizienz der Gebäudebereich. Man sieht, wie groß diese schraffierte Fläche hier ist. Das ist eigentlich der größte Einzelbereich, den man mit Effizienz adressieren kann. Und vor allem ist es auch ein Bereich, wo man im kommunalen Bereich sehr viel tun kann, weshalb ich dem dann nachher ein paar weitere Details widmen werde. Auch in der Industrie gibt es Effizienz. Im öffentlichen Bereich gibt es natürlich genauso Effizienz. Das ist ja auch Mobilität, das sind auch Gebäude und so weiter. Also das zieht sich wieder durch alle Bereiche durch. Und auch hier sieht das dann danach wieder deutlich besser aus, wenn man das in allen Bereichen anwendet. Wir liegen bei knapp 4 Tonnen nach dieser Strategie. Wir brauchen jetzt noch die Sektorkopplung. Das ist keine eigene Strategie, aber das ist erforderlich, dass wir überall auf Erneuerbare umstellen können. Bis jetzt haben wir nur mit dem Lebensstil ein bisschen weniger Autofahren. Wir haben oder vielleicht beim Heizen das Gebäude gedämmt, aber es sind ja immer noch Ölheizungen drin, auch wenn sie gedämmt sind. Das Öl muss irgendwann mal raus. Das bedeutet zum Beispiel, dass man hier von dem verbleibenden fossilen Anteil dieser Brennstoffe, ich sage jetzt mal die Hälfte in etwa, in Form von elektrisch betriebenen Wärmepumpen ausstattet. Dann ist dort wieder im nächsten Schritt die Umstellung auf Erneuerbare möglich. Was wir mit der anderen Hälfte machen, sage ich dann noch. Elektrofahrzeuge ist ja klar, dass das eigentlich ein Schritt, aber in dieser Darstellung ist es zuerst die Effizienz und dann die Substitution von fossilen Treibstoffen durch elektrische Energie. Das versteht man unter Sektorkopplung, auch in der Industrie, indem man beispielsweise Gas ersetzt durch EE-Gas, also Gas, das aus erneuerbaren elektrischen Energien gewonnen wurde. Auch das ist dann die Sektorkopplung.
Das bringt uns auch schon ein bisschen was, obwohl es keine eigene Strategie ist, aber alleine, weil der Strommix jetzt schon gar nicht so schlecht ist, bringt auch diese Sektorkopplung schon ein bisschen was. Und dann kommen wir zu den Erneuerbaren, die übrigens ja auch in der Produktion CO2 verursachen. Ja, das ist nicht zu vernachlässigen. Auch Photovoltaikmodule müssen produziert werden. Und auch Windkraftanlagen müssen produziert werden. Da ist viel Stahl drin. Aber die Bilanz sieht halt viel, viel besser aus. Wenn man sich das anschaut, das ist jetzt diese Balken repräsentieren die Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Strom. Also wie viel steckt in einer Kilowattstunde drin? Bei Braunkohle ist es über 1000 Gramm, Strommix Deutschland, EU irgendwo 400 Gramm mittlerweile. PV ist aber da bei 30, 40, 50 Gramm. Wind ist noch deutlich niedriger. Also insgesamt kommen wir da so auf einen Schnitt beim zukünftigen Energiemix von 13 Gramm. Irgendwann wird es dann sogar mal null, weil ja dann auch der Stahl für die Windkraftanlagen aus Wasserstoff und wiederum aus erneuerbaren Energien produziert wurde. Aber so weit sind wir noch nicht. Also im Moment entspricht das ungefähr einer Reduktion von 97%, also ganz massiv. Diese Umstellung, wenn sie bei der elektrischen Energie stattfindet, bringt uns dann sehr, sehr viel. So, das bedeutet dann eben natürlich bei der elektrischen Energieversorgung die Umstellung auf 100% erneuerbar. Da haben wir noch viel vor uns. Das ist ein gar nicht so leichter Schritt, wenn wir an den Umstand der fluktuierenden Energieträger denken. Also wir können ja Photovoltaik, Sonne und Wind nicht steuern. Das heißt, wir haben da noch eine Aufgabe in unserem Energieversorgungssystem. Aber das ist auch handelbar und machbar. Nur ist noch einiges vor uns. Auf der anderen Seite kann man den Rest von den Gebäuden, die wir jetzt nicht mit Wärmepumpen beheizen, mit grünen Wärmenetzen beheizen. Also überall, wo jetzt noch ein bisschen Öl und Gas drin war. Wir brauchen die Wärmenetze, die es jetzt gibt, auch vor allem, um Abwärme zu nutzen. Also es ist die wichtigste Aufgabe von Wärmenetzen, wird zukünftig sein, Abwärme zu nutzen. Das ist heute noch anders, beziehungsweise eigentlich ist es so ähnlich, weil wir heute halt Gas- oder Braunkohlekraftwerke betreiben in großen Agglomerationen und dort dann natürlich die Abwärme nutzen. Das ist auch Abwärme. Nur zukünftig wird uns diese Abwärme nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn wir alle fossil betriebenen Kraftwerke stilllegen. Das heißt, wir müssen umso mehr industrielle Abwärme nutzen. Müllverbrennung ist ein Angebot, aber auch Abwärme aus beispielsweise Biomasseverstromung. Da gibt es dann eine Reihe von Wärmequellen, auf die ich nochmal zu sprechen komme. Und letzten Endes bekommen wir noch bei der Prozesswärme, wo ich schon gesagt habe, dass wir einen Teil durch EE-Gas ersetzen, noch die Möglichkeit, hier Biomasse und auch Solarthermie einzusetzen, nämlich bei niedrigeren Temperaturen um die 100 Grad kommt Solarthermie durchaus in Frage. Und bei Temperaturen 2, 3, 4, 500 Grad, da kann man mit Biomasse noch gut agieren. Das brauchen wir im Übrigen auch für die Prozesswärme. Da sind die Bedarfe sehr groß. Wir werden die Bedarfe vielleicht auch über Lebensstil und Effizienz ein Stück weit reduzieren können. Aber wir werden immer noch in der Situation sein, dass wir dort eine sehr große Menge an erneuerbarer Energie brauchen, um das Gas dort zu ersetzen. Und da wird Biomasse ein wesentlicher Anteil sein, um dieses Gas zu ersetzen. Jo, und so hätten wir dann diese eine Tonne geschafft. Das ist jetzt hier sehr plakativ natürlich durchdekliniert. Die Berechnungen, die meinen Aussagen und meinen Zahlen im Buch zugrunde liegen, die sind deutlich präziser, als ich es hier jetzt in einer Grafik darstellen kann. Die sind sauber durchgerechnet. Das können Sie auch in den Hintergrundinformationen und Hintergrundberechnungen dann noch im Detail anschauen. Aber so in etwa könnte das ablaufen und wird es auch ablaufen sollen. Das bleibt übrig. Es ist sehr viel weiß geworden. Sie sehen, es sind jetzt relativ große Flächen noch aus der Landwirtschaft. Das Fliegen konnte auch nicht drastisch reduziert werden. Wir kommen auf diese beiden Umstände nochmal zurück.
Wenn Sie sich für die Details interessieren, dann darf ich Sie jetzt ganz kurz auf den Verein Klimafor aufmerksam machen, den Verein zur Förderung der Klimaneutralität Vorarlbergs, den wir vor mehr als einem Jahr gegründet haben und dort dieses Big Picture Klima pflegen und auch elektronisch gestalten. Das ist jetzt ein Screenshot und in all diesen Pins, also Sie erkennen es wieder, das Bild, nehme ich an, das ist wieder das öffentliche Bereich, Bauen und Wohnen, auch wenn man es jetzt nicht lesen kann, Ernährung und so weiter. Und in all diesen Pins sind sozusagen einzelne Bausteine der Klimaneutralität hinterlegt. Da steht eine Sanierungsstrategie dahinter, da steht eine gesündere Ernährung, da steht Biolandwirtschaft dahinter. Bei den erneuerbaren Energien steht, das ist jetzt in diesem Bild noch nicht drin, der Ausbau der Photovoltaik drin, beim privaten Verkehr, den öffentlichen Verkehr elektrifizieren. Da steht aber auch drin, betriebliches Mobilitätsmanagement, was man damit alles erreichen kann. Immer mit guten Beispielen aus Vorarlberg hinterlegt, aber es ist ja nicht alles gut in Vorarlberg. Es gibt eben nur diese guten Beispiele. Da muss man noch viel, viel nachholen und in der Breite umsetzen. Diese Bausteine enthalten dann, was ist es ganz konkret? Warum sollen wir das tun? Was hat es für einen Effekt? Was hat es vielleicht auch für angenehme Nebeneffekte? Das ist besonders wichtig. Sehr viele von diesen Maßnahmen und Bausteinen bewirken nicht nur die Reduktion der Emissionen, sondern auch einen sonstigen angenehmen Nebeneffekt im Bereich der Gesundheit oder in anderen Bereichen. Aber auch, was gibt es für Konfliktpotenziale? Das müssen wir auch ganz offen ansprechen. Der Weg in die Klimaneutralität wird kein Weg ohne Verlierer sein im wirtschaftlichen Bereich. Wenn wir nur an den Flugverkehr denken oder an die Tankstellen oder was immer an dem Brennstoffhandel. Und da kommen noch einige dazu. Das müssen wir auch ansprechen und sagen, ja, es ist so, aber wir haben auch viel Nutzen dabei und vor allem, es gibt keine Alternative. Also www.klimafor.at, da finden Sie dann dieses Big Picture und viele Bausteine und ich hoffe, Sie können auch etwas nutzen davon. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch ins Detail gehen vom Bauen und Wohnen und zwar starte ich zunächst nochmal mit dem Thema Lebensstil. Das ist beim Bauen und Wohnen eigentlich nicht das Zentrale, aber was mir schon wichtig ist, ist mal darzustellen, dass es eine Frage des Lebensstils ist, ob wir auf 35 oder 45 oder 55 oder noch mehr Quadratmeter Wohnfläche pro Person leben. Sie wissen, dass diese spezifische Fläche in der letzten Zeit kontinuierlich gestiegen ist. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Haushalte immer kleiner werden und die Wohnungen nicht im selben Ausmaß kleiner werden. Wir haben höhere Anteile an Singlewohnungen, die dann meistens nicht 30 oder 40 Quadratmeter groß sind, aber auch damit, dass wir uns einfach grundsätzlich mehr Wohnfläche leisten. Und das soll jetzt überhaupt kein Plädoyer sein, mit weniger auszukommen, als man jetzt gerade hat, und auch kein Plädoyer nicht mehr Single sein zu wollen oder so etwas. Es ist mir aber ein Anliegen zu sagen, wenn man für sich ein Passivhaus baut, mit allerbestem Standard und das aber 250 Quadratmeter groß ist und man baut es nur zu zweit oder man nutzt es nur zu zweit, dann ist es auch dem Lebensstil geschuldet, dass die Emission deutlich höher ist, als sie sein könnte oder als sie im Durchschnitt ist. Und Sie wissen, dass der Energieverbrauch, also das, was das Passivhaus sehr positiv beeinflussen kann, die eine Sache ist, aber die Errichtung des Gebäudes ist dann halt nochmal etwas anderes. Und da schaut natürlich dann diese Bilanz wieder deutlich schlechter aus. Also das nur so zur Bewusstmachung, dass dieser Lebensstil hier schon auch eine gewisse Rolle spielt, ohne da jetzt irgendjemanden nahe zu treten zu wollen. Wenn wir uns jetzt aber die Emissionen aus dem Heizen anschauen, dann beginne ich hier bei diesen 1,3. Also ich muss das nochmal kurz aufgliedern. Diese 1,9 gelten fürs Errichten, etwa 0,3, fürs Warmwasser auch 0,3 und dann bleiben fürs Heizen 1,3 Tonnen übrig. Das steht jetzt auch hier dort. Das ist das, womit wir im Mittel, im Bestand sozusagen beginnen.
Wenn man das jetzt saniert oder von vornherein schon nachhaltig baut, einfach in einem sehr guten Standard, kommt man schon auf 0,4 runter. Eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung halbiert das in der Größenordnung etwa. Und wenn man das nicht mit Gas oder mit dem heutigen Gebäudetechnik mixt beheizt, sondern mit einer guten Wärmepumpe, dann ist man nochmal um die Hälfte drunter. Und ich stelle jetzt hier noch die sehr gute Wärmepumpe dar, weil man das ja auch unterscheiden kann. Ich sage jetzt mal Sohle- oder Luftwärmepumpe. Dann ist das nur ein ganz kleines bisschen besser. Und das ist, glaube ich, die einzige Folie, wo jetzt hier eine zweite Kommastelle steht, 0,08. Die zweite Kommastelle interessiert mich normalerweise gar nicht. Ich möchte es nur hier verdeutlichen, dass eigentlich hier gar kein großer Unterschied besteht. Also wenn wir die Gebäudehülle sehr gut machen und den Bedarf schon von vornherein sehr stark reduzieren, spielt es keine große Rolle, ob jetzt das eine Sohle oder eine Luftwärmepumpe ist. Reduktion um die 90% möglich und das ist alles Effizienz, ja. Da sprechen wir nicht von Lebensstil und nicht von Erneuerbaren, nur Effizienz beim Bauen minus 90%. Wenn wir jetzt aber den Fokus nicht aufs Gebäude legen, sondern auf die Technik und sagen, wir haben jetzt halt diesen Bestand und ich habe jetzt halt eine Ölheizung drin und werfe die raus und stecke eine Wärmepumpe rein und betreibe die mit erneuerbaren Energien, da wird ja alles gut sein. Dem ist dann eben nicht so. Wir kommen dann mit unserem durchschnittlichen Strommix natürlich nur von 1,3 auf 0,6 runter. Und auch wenn wir Erneuerbare dafür einsetzen, dann brauchen wir viel, viel mehr erneuerbare Energie als im oberen Fall. Und das ist mir schon ganz wichtig, jetzt darzustellen, dass es im Gebäudebereich sehr wichtig ist, den Bedarf wirklich massiv zu reduzieren, also die energetische Qualität der Gebäude im Schnitt deutlich zu verbessern und erst dann mit guter Technik zu agieren. Auch dazu komme ich noch ein bisschen mehr, weil es nämlich aus meiner Sicht gerade im Gebäudebereich so ist, dass Kommunen und Länder sehr viel bewegen können. Es gibt, ich weiß nicht, wie das binnen in Deutschland organisiert ist, aber bei uns haben da die Länder und auch die Kommunen mit ihren Bauverwaltungen relativ viel Einfluss drauf, wie gebaut, wie saniert, wie geheizt wird. Und es ist auch ein Thema, wo wir uns vor Augen halten müssen, dass es hier 20 Jahre dauern wird, bis wir alle guten Vorsätzen und Strategien und Maßnahmen umgesetzt haben. Wir können nicht von heute auf morgen den Bestand umkrempeln. Deswegen ist es hier besonders wichtig, dass man keine Fehler macht, sondern dass man von vornherein die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Lenkungsmaßnahmen setzt. Und deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen noch ins Detail. Wir haben, wenn wir die Gebäude einerseits mit effizienten Hüllen ausgestattet und andererseits saniert haben, immer noch den Bedarf, die fossilen Wärmeerzeuger zu ersetzen. Da stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die sich auf drei Ebenen abbilden. Einmal müssen wir die dezentralen Wärmeerzeuger auf fossiler Basis ersetzen. Also dort, wo ein Gaskessel drin ist, muss was anderes rein. Wir haben fossile Energie in den Wärmenetzen, die muss auch ersetzt werden. Und wir müssen letzten Endes auch die Energieversorgung zu 100% erneuerbar gestalten, wenn wir denn Wärmepumpen einsetzen wollen. Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen können und schaffen müssen, in den nächsten 20 Jahren den Wärmebedarf in etwa zu halbieren. Ich komme noch drauf, warum das so ist mit Sanierungsstrategien. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, welche Technologien in Frage kommen, dann starte ich jetzt zunächst damit, welche nicht oder fast nicht zur Verfügung stehen, weil das die wichtigste Diskussion ist. Und das ist für die meisten die große erste Überraschung, die Biomasse in Form von Energieholz. Und zwar ist es da einerseits so, dass die Potenziale in vielen Regionen bereits zu einem großen Teil ausgeschöpft sind. Die meisten Leute in Österreich sind überrascht, wenn ich sage, dass Österreich ein Holzimportland ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, vielleicht ähnlich. Das
größere Thema ist aber bei der Biomasse, dass es für andere Anwendungen ganz hoch im Kurs steht. Es ist der einzige erneuerbare Energieträger, der bereits in gespeicherter Form vorliegt. Und das ist für die elektrische Energie besonders wichtig. Ich habe schon erwähnt, wir haben Photovoltaik, wir haben Windkraft als größte Komponenten unseres zukünftigen Energiesystems, aber die sind beide nicht gespeichert. Das heißt, wir werden viel saisonal speichern müssen. Und saisonal speichern ist sehr teuer. Das heißt, wir müssen den Energieträger, den wir schon haben, zumindest überall, wo es möglich ist, elektrisch nutzen und nicht für 20 Grad Raumtemperatur. Es ist aber auch so, dass wir in der Prozesswärme, ich habe es angesprochen, Gas ersetzen müssen in großen Mengen und dort dementsprechend Biomasse entweder direkt nutzen können oder auch durch Vergasung von fester Biomasse und dann eben Holzgas einsetzen können. Deswegen behaupte ich, und ich weiß, dass ich da immer wieder kontroverse Diskussionen auslöse, dass die Nutzung der Biomasse in der Gebäudewärme auf ein möglichst kleines Segment eingeschränkt werden muss. Das Thema grünes Gas poppt immer wieder mal auf in diesen Tagen, weil insbesondere Betreiber von Gasnetzen klarerweise einem betriebswirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind, nämlich dass dieser Wert des Gasnetzes nicht an Wert verlieren sollte, aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Das heißt aber nicht, dass das die Maßgabe ist und dass man aus diesen betriebswirtschaftlichen Gründen ein System, das es vielleicht nicht mehr braucht, am Leben erhalten muss. Grünes Gas wäre zum Beispiel Biogas. Aus der Landwirtschaft und aus der Lebensmittelindustrie, da haben wir ein sehr beschränktes Potenzial. Aus Energiepflanzen, wenn man die eigens dafür baut, dann stehen sie natürlich in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion und das halte ich für ethisch problematisch. Haben übrigens auch keine sehr gute Emissionsbilanz, weil man da so viel Düngemittel dafür braucht und so weiter. Biogas aus Holz. Habe ich schon angesprochen, brauchen wir auch für die Industrie und für die Elektrifizierung. Und dann eben noch synthetisches Gas mit elektrischen erneuerbaren Energien gemacht. Da kann ich dann Wasserstoff draus machen. Da brauche ich natürlich zunächst mal Überschussstrom dazu, den haben wir noch nicht. Dann habe ich den Wasserstoff, den ich aber auch in anderen Bereichen dringend brauche, Stichwort Stahlproduktion, sodass die Methanisierung eigentlich erst dann sinnvoll ist, wenn der Wasserstoffbedarf gedeckt ist. Das heißt, wir haben eine ziemlich knappe Situation, aber auch einen relevanten EE-Gasbedarf in der Industrie, sodass wir das, was wir hier bereitstellen können, wirklich auch für die Industrie reservieren müssen und nicht, wie gesagt, für 20 Grad Raumtemperatur verheizen dürfen. Was bleibt? Dezentrale Wärmepumpen und dekarbonisierte Wärmenetze. Wer darf da reinheizen sozusagen in diese Wärmenetze zukünftig? Das können Großwärmepumpen sein, die mittleres Temperaturniveau, 30, 40 Grad, das man sonst nicht nutzen kann aus der Industrie. Das könnten Großwärmepumpen veredeln und in die Wärmenetze einspeisen, sehr effizient. Aber wie gesagt, auch Abwärme aus Industrie, aus Müllverbrennung, aus der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung. Dort, wo vorhanden, Tiefengeothermie kommt in Frage. Solarthermie kann eine Ergänzung sein in einem Wärmenetz. Und da ist jetzt aber einiges zu beachten bei dieser Thematik der Wärmenetze, die ja dann massiv ausgebaut werden sollen. Nämlich, dass einerseits der flächenspezifische Wärmebedarf sinken wird. Also wir werden die Gebäude ja besser dämmen und die energetische Qualität erhöhen, sodass der Wärmebedarf eigentlich sinken wird, was für die Auslastung und für die wirtschaftliche Situation der Wärmenetze nachteilig ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass der Gesamtwärmebedarf trotz dem Zubau noch sinken wird, weil wir einen sehr hohen Energiestandard des Zubaus haben, weil die gleichzeitige Sanierung in den nächsten 20 Jahren auch relativ viel bringen wird. Also wenn wir das schlechteste Drittel sanieren, dann reduziert uns das den Wärmebedarf fast um die Hälfte. Und zusätzlich kommen noch Teilsanierungen dazu. Fenster tauscht man vielleicht alle 30 Jahre. Das heißt, es wäre eine Austauschrate von 3%. Und was wir dann auch nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass die globale Erwärmung zu einer niedrigen Anzahl von Heizgradtagen führt. Das sind
Wir wissen, dass die globale Erwärmung in Europa in etwa doppelt, also die Erwärmung in Europa hierzulande in etwa doppelt so groß ist wie die globale Erwärmung im Durchschnitt. Das heißt, wenn wir irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad zu liegen kommen, dann sind das hier 3, 4 Grad wärmer und das reduziert den Heizwärmebedarf sehr stark, 20 bis 30%. Also der Gesamtwärmebedarf wird jedenfalls sinken und wie ich das schon vorhin angedeutet habe, möglicherweise in etwa auf die Hälfte. Das hat aber auch Vorteile, weil wir dann die Betriebstemperaturen der Wärmenetze senken können. Die arbeiten heute oft mit 80, 90 oder noch mehr Grad. Und die Zielgröße wäre da mit 70 Grad zu arbeiten. Dann hat man weniger Verteilverluste, viel höhere Effizienz bei der Einbindung von Erneuerbaren, nämlich bei der Solarthermie, aber auch bei Großwärmepumpen. Und wir haben auch ein höheres Potenzial bei der Geothermienutzung. Es gibt Geothermie-Erschließungen, die bringen 90 Grad. Es gibt aber auch welche, die bringen 60 oder 70 Grad. Und die kann man dann eben umso mehr nutzen, detto bei der Abwärme. So, das sollte jetzt von rund 10% hierzulande auf 30 bis 40% gesteigert werden, diese Wärmenetze. Wir werden durch den reduzierten Wärmeabsatz dann wohl höhere Preise bekommen und/oder Subventionsbedarf und können dagegen steuern, indem man versucht, wirklich innerhalb der bereits erschlossenen Gebiete die Anschlussdichte stark zu erhöhen, möglichst gegen 100% zu trimmen, bestehende Netze aber auch erweitert. Da habe ich gerade ein Beispiel dabei von den Industriewerken in Basel. Die haben das gerade in einer Presseaussendung vor einiger Zeit gepostet, wie stark sie ihre Netze hier ausbauen wollen und eben in die Breite, aber auch in die Dichte gehen wollen. Also das wird wohl eine sehr wesentliche Strategie sein. Subventionierung wäre dann sinnvoll, wenn man die Netzdienlichkeit solcher multimodaler Wärmenetze bewertet. Was bedeutet multimodal in diesem Zusammenhang? Wir haben hier ein Wärmenetz, das gibt die Wärme an die Gebäude ab, für Heizung und Warmwasser, aber auch für Niedertemperaturprozesswärme im Tourismus beispielsweise oder in den Industrien. Wer speist ein? Abwärme aus der Industrie, die haben wir ganzjährig zur Verfügung, aus der Müllverbrennung ebenfalls. Das ist die Grundlast, da kann man auch das Warmwasser und die Prozesswärme, die auch ganzjährig benötigt wird, abdecken. Die KWK speist aber auch schon Strom ein in das Stromnetz. Hinzunehmen können wir als Wärmequellen noch die Solarthermie, die Tiefengeothermie, wo sie verfügbar ist, und dann eben auch die Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung im Winter. Und oder bei Nachfrage von erneuerbarer elektrischer Energie. Umgekehrt schalten wir die Großwärmepumpen vorzugsweise dann ein, wenn wir auch ein Überangebot an Erneuerbaren haben. Also wir sehen, dass da ein sehr buntes Bild herauskommt. Da kommt jetzt dann auch noch die Überschusseinspeisung für die Elektrolyse Richtung Wasserstoffproduktion dazu und bei Nachfrage wieder die Rückverstromung für Brennstoffzellen. Beides hat noch Abwärme. Also wir sehen, das gibt ein sehr, sehr buntes Bild. Das kann ja, natürlich kann nicht jedes kommunale Wärmenetz so komplex sein. Keines wird so komplex sein. Das ist jetzt nur die Aufzählung aller Möglichkeiten. Aber große Wärmenetze werden durchaus so gestaltet werden, dass da ein, zwei, drei oder vier dieser Möglichkeiten eben miteinander kombiniert werden, und dann kann man auch netzdienlich agieren, was die elektrische Energieseite anbelangt, und das ist von öffentlichem Interesse, und deswegen kommen da durchaus auch Subventionen hierfür in Frage. Essentiell bei solchen Wärmenetzen ist die kommunale Wärmeplanung ein neues Schlagwort. Das heißt, wir betrachten die ganze Kommune oder den ganzen Bereich, schauen uns die zukünftigen Wärmedichten an, wo wird denn welcher Wärmebedarf benötigt, in welchen Quartieren, wie können wir das Wärmenetz verdichten, wie können wir es erweitern, wie können wir auch das Temperaturniveau stufenweise absenken, und dann kann man einen Netztransformationsplan gestalten, schrittweise erweitern. Zu den dezentralen Wärmepumpen nur noch ein Wort oder eine Folie. Die wichtigsten Wärmequellen sind Luft mit der niedrigsten Temperatur im Winter und mit der geringsten Effizienz, aber dafür sehr kostengünstig, und das Erdreich entweder in wenigen Meter Tiefe
mit mittleren Kosten oder in 100 Meter Tiefe, wo wir die höchste Effizienz erreichen und dafür relativ teuer sind, die Wärme senken. Also wo gebe ich die Wärme ab? Sollten Flächenheizungen sein, möglichst niedrige Temperatur, 30 Grad ist besser als 35, dann erreichen wir hohe Effizienz. Radiatoren lieber nicht, wenn es sein muss, dann schauen, dass man die Niedertemperaturheizung auf 45 Grad beschränkt. Wenn wir da konventionell auslegen, dann haben wir es mit schlechter Effizienz zu tun. Ja, bei der Trinkwassererwärmung ist es zwangsläufig so, dass wir nur mit höheren Temperaturen agieren müssen. Zentrale Speicher sind da nicht gefragt. Wenn man mehr als 60 Grad bereiten muss, dann sollte das nicht mit Wärmepumpen gemacht werden. Beziehungsweise umgekehrt, wenn man mit Wärmepumpen arbeitet, dann sollte man nicht mit zentralen Speichern agieren, sondern mit dezentralen im Mehrfamilienhausbereich beispielsweise. Jo. So, das waren jetzt ein paar technische Details zu dem Thema Raumwärme. Ich komme jetzt noch zu einigen ganz wenigen anderen Details hier noch aus dem Bereich der Ernährung. Auch da wollte ich noch mal drauf schauen, was haben wir denn da für Effizienzpotenziale? Weil Ernährung habe ich viel vom Lebensstil gesprochen, da ist natürlich sehr viel drin, aber auch da gibt es gewisse Effizienzpotenziale. Das sind einerseits die technischen Potenziale. Wir wissen, mit der Ernährung, mit der Emission der Ernährung haben natürlich auch die Kühlhäuser und die Supermärkte und der Güterverkehr zu tun. Natürlich gibt es da Effizienzpotenziale. Ein wesentlicher Punkt ist die Reduktion von Verschwendung. Das ist relativ groß, dieser Bereich, das wissen Sie sicher. Und dieses Klimafarming, diese Biokohle, die ich schon mal angesprochen habe, das ist für mich etwas, was man auch sehr, sehr gut im regionalen oder kommunalen Bereich umsetzen kann. Nochmal, Biokohle wird aus der Verbrennung von Biomasse ausgesondert. Also man kann Biomasse verbrennen, Strom daraus machen und zusätzlich einen Teil des Kohlenstoffs herausholen in Form von Biokohle über Pyrolyse. Und das ist dann reiner Kohlenstoff, der, und das nennt man dann Klimafarming, als Kohlenstoff in die Äcker, in die Felder ausgebracht wird und dort sehr, sehr einen sehr großen Nutzen stiftet. Das gilt als auch Natural Climate Solution, habe ich beschrieben gerade. Das Gute daran ist, diese Biokohle bindet diesen Kohlenstoff eben langfristig, das ist biologisch stabil. Und die Biomasseverbrennung wird einerseits CO2-positiv, das heißt, wir holen das CO2 wirklich heraus. Und diese Biokohle erhöht den Humusanteil sukzessive mit ganz vielen Vorteilen, die höhere Produktivität. Man kann dann wiederum auf mineralische Dünger und somit auf die Lachgasemissionen verzichten. Wir bekommen methanabbauende Mikroorganismen da hinein, bis hin zum Hochwasserschutz, weil der luftdurchlässige Boden auch ein besseres Wasserspeichervermögen mit sich bringt. Also das halte ich für ein relativ kleines, aber wichtiges Detail, wo man relativ viel erreichen kann im Bereich der Landwirtschaft, eben auch im kommunalen Bereich. Wenn wir jetzt diese Emissionen von Ernährung und Haustieren, die ja auch mit der Landwirtschaft zu tun haben, zusammennehmen, sind das diese 2,2 Tonnen mit diesen Effizienzpotenzialen. Ohne Lebensstilveränderung schaffen wir es auf 1,3 Tonnen. Mit Lebensstilveränderung schaffen wir es dann auf 0,6 Tonnen. Das ist nochmal ein Grund, warum hier der Lebensstil eine wichtige Rolle spielt, weil die Effizienzpotenziale zwar vorhanden, aber doch beschränkt sind. Ich komme zu einem vorläufigen Schluss, bevor ich zu den ganz konkreten Maßnahmen im kommunalen Bereich komme. Also jetzt haben wir es einfach mal theoretisch angeschaut, was da alles möglich ist, wie man das alles verfolgen kann mit diesen drei Strategien. Und mir ist es wichtig, nochmal so in dieser plakativen Form zum Ausdruck zu bringen, mit diesen drei Strategien, wo wir überall rund 30% reduzieren, ist es auch gut möglich, von 12 auf 1 zu kommen. Und natürlich ist es
ungleich schwieriger, wenn man da jetzt nur auf eine oder auch nur auf zwei Strategien setzen würde. Also jetzt alles mit erneuerbaren Energien beispielsweise machen zu wollen, ist schier undenkbar, was den Ausbau der erneuerbaren Energien anbelangt. Und auch die Kombination von Effizienz und Erneuerbar als reine technologische Lösung verursacht noch meines Erachtens viel zu großen Bedarf an Ausbau, an technischem Ausbau bei den Erneuerbaren. Wir werden meines Erachtens nicht umhinkommen, und ich halte es auch für sehr gut und gesund, den Lebensstil da mit zu berücksichtigen. Ich habe das dann in diesem Buch dann auch fertig gerechnet, wo kommen wir da denn in den einzelnen Bereichen denn hin? Und wir sehen jetzt hier wieder die ganzen Balken. So haben wir angefangen: öffentlicher Bereich 1,9 Tonnen, Bauen und Wohnen 1,9 Tonnen und so weiter bis hin zum kleinsten Feld. Und was Sie jetzt hier sehen, ist die grünen Bereiche, die wir gut mit dem Lebensstil beeinflussen können. Also alles, was grün ist, das können wir gut durch den Lebensstil reduzieren. Viel im Ernährungsbereich, viel im privaten Verkehrbereich, wenig Bauen und Wohnen und so weiter. Alles, was blau ist, das schaffen wir mit der Effizienz. Sehr viel bei Bauen und Wohnen. Darum habe ich dem einen sehr großen Raum gegeben jetzt vorhin. Bei der Ernährung ein bisschen was, privater Verkehr natürlich, sonstiger Konsum und so weiter. Und alles, was gelb ist, machen wir dann erneuerbar oder ist dann möglich, erneuerbar zu machen. Was auffällt, das Rote ist das, was übrig bleibt, also diese eine Tonne, das wären dann alle rote verbleibenden Balken. Was auffällt, sozusagen Fleisch und Fliegen bleibt übrig. Also das Fleisch ist etwas, wo wir auch mit massivem erneuerbaren Energieeinsatz nicht wegbringen. Da müssen wir mit dem Lebensstil was tun, und es bleibt dennoch die relevante Größe, der größte Balken zum Schluss. Und beim Fliegen habe ich jetzt einfach mal vorsichtig angesetzt, dass wir über den Lebensstil es erreichen, dass wir nur noch 50% fliegen. Das machen wir immer noch mit Kerosin, und das funktioniert dann in dieser Ein-Tonnen-Gesellschaft. 50%, wenn man jetzt das Corona-Jahr hinter sich hat und weiß, wie viele Geschäftsflüge durch Videokonferenzen ersetzt worden sind, da waren es wahrscheinlich über 90%, dann müsste man doch sagen, diese 50%, die schaffen wir. Die Frage ist, wer dann das überhaupt auch in der Form will, das mit dem Lebensstil, und da gefällt mir dieses Bild immer sehr gut. Wir wissen ja relativ gut aus der Gehirnforschung, aus der Neurologie, was uns wirklich glücklich macht sozusagen. Und das sind halt diese Dinge: regelmäßig lachen, dankbar sein, anderen helfen, mehr Zeit in der Natur verbringen, Freunde meditieren, täglich Sport machen, all diese Dinge. Das sind die Dinge, die uns eigentlich zufrieden und glücklich machen. Und nicht die jährliche Reise in die Südsee oder das tägliche Steak oder ich weiß nicht, was es dann alles sonst noch gibt. Also das finde ich immer wichtig, das auch zu betonen, dass wir da nicht von Verzicht sprechen, in keiner Weise, sondern dass es eigentlich auch darum geht, uns als Gesellschaft, uns als Menschen wieder etwas zufriedener und vielleicht glücklicher zu machen. Ich komme zum letzten Block. Das Thema, was können wir jetzt ganz konkret im kommunalen Bereich machen? Ich spreche jetzt das Bauen und Wohnen nochmal an, mit einem Potenzial von mehr als 1,5 Tonnen pro Person und Jahr. Die Empfehlungen habe ich bereits in dieser Form vorweggenommen. Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, die sollten eingesetzt werden für die besten energetischen Standards. Natürlich kann man Wärmepumpen immer einsetzen, aber es ist auch eine gewisse Logik dahinter, dass man, wenn man den Energiebedarf schon über Gebäudedämmung sehr, sehr stark reduziert, dass man dann nicht die höchste Effizienz bei der Wärmepumpe und nicht die höchsten Kosten dort investieren muss, sondern dass es dann eben auch mit Luftwärmepumpen geht. Und je höher dann der Energiebedarf, umso besser sollte dann diese Effizienz sein. Also bei mittleren bis hohen Energiebedarfen müsste es halt dann die R-Sonde sein. Wärmeeinbringung spielt eine Rolle. Und grundsätzlich beim Gebäude, das halte ich für sehr wichtig und das wird auch sehr viel diskutiert,
ein Gebäude, das 200 oder 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verbraucht, ist ein sehr, sehr schlechter Standard. Den möchte ich weder mit einer Wärmepumpe noch mit Biomasse beheizen. Da muss man einfach sanieren, und wenn es noch nicht sanierungsbedürftig ist, dann müssen wir warten und dann lassen wir den Ölkessel noch drin. Aber dann wird einfach zuerst saniert. Und es wäre falsch, hier jetzt zu fördern, eine Biomasseheizung, weil es schade um diese Biomasse ist. Das überspringe ich, das ist nur eine kleine Tabelle, wo man dann nachlesen kann, was meine ich jetzt damit, wo sollte denn was zum Einsatz kommen, in Abhängigkeit des Heizwärmebedarfs, welche Energiequellen, welche Technologien, wo kommt Fernwärme, wo nicht, das können Sie dann aber einfach nachlesen. Was sind die Lenkungsmaßnahmen? Das ist jetzt einfach so eine Idee, die ich mal in dieser Form strukturiert habe für eine Studie mit dem Energieinstitut auch zusammen. Wie könnte man da in die richtige Richtung lenken? Also es ist schon okay, wenn man den Austausch von Öl- und Gasheizgeräten fördert, aber nicht eines, das erst seit 10 Jahren drin ist, bitte. Also grundsätzlich fördern, aber nur bei denen, die auch wirklich geworfen werden müssen. Also da geht es ja auch um graue Energie dahinter. Ich würde es nicht fördern in Gebäuden mit zu hohem Energiebedarf. Habe ich eben erklärt, warum. Und darüber hinaus würde ich es durchaus auch den Betrieb untersagen, aber natürlich abgestuft und in sehr langen Fristen. Das heißt beispielsweise jetzt fixieren, dass ab 2026 ein Gasbrenner mit Baujahr 1985 nicht mehr betrieben werden darf. Das Ding ist dann 35 Jahre alt, das kann man verantworten. Und so könnte das stufenweise weitergehen, diesen Betrieb von alten Gas- oder Ölgeräten auch wirklich zu verbieten. Da könnten wir dann 2040 auch fertig sein. Und natürlich ist in dem Zusammenhang wichtig, dass keine neuen Öl- und Gasheizgeräte eingebaut werden dürfen. Da sind wir hier in Vorarlberg in der intensiven Diskussion, auch bundesweit in Österreich. Öl ist so gut wie schon untersagt, ist kaum mehr möglich. Gas, da diskutiert man noch. Es scheint sich aber anzubahnen, dass auch der Einbau von Gasgeräten im Neubau ab 22, 23, 24 nicht mehr erlaubt sein wird. Also ich würde das so bald wie möglich empfehlen. Ja, und dann natürlich das mit den Wärmenetzen. Auch da braucht es Anreize dazu. Und worüber ich jetzt überhaupt nicht gesprochen habe, das ressourcenschonende Bauen spielt auch eine große Rolle mit Holzleichtbau, auch wenn es derzeit etwas teurer ist, reduziert die Treibhausgasemissionen gegenüber der massiven Bauweise um rund 2/3. Ja. Was immer dazugehört bei Gemeinde- und Landesgebäuden mit bestem Beispiel vorangehen, das wird jetzt immer wieder kommen. Ich glaube, das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Strategie, dass man öffentlichen Gebäuden oder mit dem Verhalten, den Maßnahmen bei öffentlichen Themen immer als Vorbild vorangeht. Ich komme zur privaten Mobilität inklusive dem Fliegen. Da kennen Sie diese Maßnahmen sehr gut mit dem Erleichtern des aktiven Verkehrs, sprich Rad- und Fußwegenetz. Solche Dinge, Bike and Ride, das kennen Sie alles. Fahrradstraßen finde ich ein sehr spannendes Thema. In meiner Heimatgemeinde in Wolfurt in Vorarlberg gibt es die meisten Fahrradstraßenkilometer pro Einwohner Österreichs. Das ist sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland überhaupt haben oder kennen, wahrscheinlich schon. Fahrradstraßen sind die, wo eigentlich die Radfahrer sozusagen Vorrang haben und auch nebeneinander fahren dürfen. Die Autos dürfen dort auch fahren, aber sie dürfen einem nicht anhupen, wenn sie einem nicht überholen können, beispielsweise. Das ist eine sehr, sehr attraktive Sache für Radfahrer, sehr angenehm. Und ich bin schon der Meinung, dass wir nicht nur den in Anführungszeichen guten Verkehr ermöglichen müssen, sondern auch den Verkehr, den wir nicht mehr haben wollen, erschweren wollen. Ja, das kommt jetzt da mit Parkraummanagement und Tempolimits und Stellplatzverordnungen, solchen Dingen. Auch der ÖPNV gehört natürlich stetig ausgebaut und verbessert und wenn möglich aber elektrisch. Es gibt Busse inzwischen in sehr guter Qualität, die auch elektrisch betrieben werden können. Auch das spielt eine Rolle. Genau, Oberleitungsbusse und so weiter.
Ja, in touristischen Bereichen spielt das noch eine Rolle. Man könnte den ÖPNV in die Gästekarte integrieren, beispielsweise. Carsharing ist ein Thema. Carsharing-Anbieter unterstützen. Das könnte man, die Stellplatzverpflichtung könnte man bei E-Carsharing-Modellen dann wieder aufheben. Also solche Dinge kann man von der öffentlichen Hand hier auch gut gestalten. Eine Flatrate für Öffis oder auch für Rent-a-Bike und E-Carsharing ist immer interessant. Da gibt es in Graz ein sehr gutes Beispiel mit dem Namen Tim. Also da gibt es ein Ticket, eine Karte für die Öffis, aber auch fürs Carsharing an verschiedenen Plätzen. Das halte ich für sehr komfortabel. Ich glaube, das kann man so einfach sehr schmackhaft machen. Es geht noch weiter. Elektromobilität sollte natürlich gefördert werden mit Investitionskostenzuschüssen, mit Ladeinfrastruktur, aber auch mit Informationskampagnen. Es ist immer noch nicht durchgedrungen, dass Elektromobilität heute bereits wirtschaftlich ist und billiger ist als der Verbrennungsmotor. Das Auto kostet etwas mehr, der Betrieb deutlich weniger. Über die Lebensdauer schneidet man heute bereits billiger ab und mit der Förderung sowieso. Das wissen die Leute noch zu wenig. Das muss kommuniziert werden. Und man darf auch darüber sprechen, auch ich weiß, das sind keine kommunalen Emissionen. Wenn man nur das Territoriale betrachtet, dann spielt das Fliegen hier natürlich keine Rolle. Das ist so wie in Vorarlberg. In Vorarlberg kommt das Fliegen in der Energieautonomiestrategie leider nicht vor. Das führt dazu, dass dann namhafte Menschen sagen, wenn ich etwas für die Energieautonomie tun will, dann muss ich mit dem Flugzeug nach Wien fliegen und nicht mit dem Zug, weil das kommt nicht in die Bilanz rein, hingegen der Zug, zumindest bis zur Grenze nach Tirol, schon. Und das geht dann auf die Bilanz rauf. Also da muss man schon ein bisschen schauen, und nicht nur auf den eigenen Bereich schauen und den Tellerrand etwas über den Tellerrand hinausschauen. Fliegen gehört da einfach auch mit dazu. Fuhrpark der Gemeinde elektrifizieren, bis hin zum Bauhof. Ich weiß, das ist immer ganz kritisch, aber auch dort wird es halt dann über kurz oder lang nicht anders gehen. Bei der Ernährung und Landwirtschaft, da halte ich die Bio-Lebensmittelgeschäfte für wichtig, die Biohöfe natürlich. Auch da Informationskampagnen zur Klimarelevanz von Ernährung und Landwirtschaft. Klimafarming, das habe ich ein bisschen detaillierter erklärt, könnte man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sowas haben, bei öffentlichen Gemeinschaftsgärten anwenden, ausbilden. Dann öffentliche Kantinen sind sehr interessant. Da kenne ich ein interessantes Projekt aus der Schweiz, wo verschiedene Kantinen in Zürich so eine Art Challenge gemacht haben. Die haben immer ihre CO2-Werte kommuniziert, also deklariert, und haben dann geschaut, inwiefern die Leute darauf achten, auf diese Zahlen. Und da haben sie etwa 40% Reduktion erreicht. Nur weil man sagt, bei diesem Gang, dieser Gang ist jetzt mit 3 Kilogramm CO2 verbunden und dieser vegetarische Gang nur mit 1 Kilogramm heute. Also da hat man wirklich etwas erreicht, nur wenn man weiß, wie viel ist denn da dahinter überhaupt. Vereine finde ich da ganz wichtig. Vereine spielen eine große Rolle bei der Verbreitung von solchen Inhalten, von solchen Informationen. Da kann man Anreize schaffen für den Ausschluss von Massentierhaltungsfleisch. Man kann den Vereinen sagen, du bekommst von uns etwas mehr Förderung, aber du darfst bei deinem Blasmusikfest oder bei deinem Fußballfest einfach kein Massentierhaltungsfleisch einsetzen. Verwendung von Bio-Lebensmitteln auch unterstützen, dass es zumindest ein vegetarisches oder veganes Angebot gibt. Man kann ja nicht alle dazu verdonnern, so zu essen, aber das Angebot sollte da sein, zumindest. Abfallminimierung spielt eine Rolle. Also es sind alles Dinge, die man sehr, sehr gut im kommunalen Bereich machen kann. Nachhaltiges Wirtschaften. Lokale, regionale Ökonomie sind da wichtig. Reparaturcafés, reparieren statt neu kaufen, bringt sehr viel bei diesem Sektor. Sonstiger Konsum, Tauschbörsen können etwas bringen, öffentliche Verleihe und so weiter. Die Effizienz in der Industrie und Gewerbe ist wieder ganz was anderes, aber auch da kann man in die Betriebe reingehen, wenn es denn relevante Betriebe in diesem Bereich gibt. Ich habe gerade eine Studie abgeschlossen für die Vorarlberger Industrie, eigentlich mit dem Ziel,
zu schauen, wo könnte es Wasserstoffanwendungen geben. Und die Unternehmen waren dann total überrascht, wo es überall nicht Wasserstoff braucht und die Emissionen trotzdem radikal reduziert werden können, wenn nicht zur Gänze ersetzt, und zwar mit wirtschaftlichen Maßnahmen. Also da geht sehr, sehr viel. Und das ist in vielen Fällen so, dass die Effizienz einfach wirtschaftlich ist, dass man es nur nicht macht oder nur nicht weiß. Erneuerbare, habe ich viel gesprochen davon, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung ermöglichen, PV, Windenergie, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, aber PV auf jeden Fall so gut wie möglich, aber das wissen Sie in Deutschland besser als wir in Österreich. Ich bin heute mit dem Zug aus Wien, also heute Morgen, zurückgefahren und zwar über Deutschland. Und wenn man durchs Allgäu durchfährt, dann erblasst man als Vorarlberger etwas vor Neid, wie viel PV da überall schon installiert ist. Ja, und noch allgemein, wenn man auch als Kommune eine Roadmap formulieren will, wo wollen wir dann hin, dann würde ich das sehr die Skala in Tonne pro Kopf und Jahr empfehlen, weil dann kann man etwas quantifizieren und kann sagen, da wollen wir 2030, 2035, 2040, wann immer hin, und man kann einen Weg dorthin zeichnen, und dann ist es auch Aufgabe, einfach sämtliche Verordnungen auf diese Zielkongruenz zu prüfen und zu schauen, wie sieht denn dieser Masterplan aus? Negative Emissionen gehören mit dazu, auch Bepflanzungen, Aufforstungen. Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, was die negativen Emissionen alles bewirken können. Wenn es gibt, Feuchtgebiete erhalten oder renaturieren. Biokohle habe ich erwähnt. Und das, was noch nicht geht, was man selber noch nicht an negativen Emissionen erreichen kann, dann eben entsprechend kompensieren, möglichst lokal, und alles andere, was dann nicht geht, eben global. Ja, damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, und würde Ihnen mal sagen, die Technologien stehen nach allem, was ich recherchiert und gelernt habe, in allen Bereichen zur Verfügung. Wir wissen, was wir zu tun haben. In ganz, ganz vielen Fällen, wenn nicht in allen, ist es schon wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber immer ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, weil wir keine andere Wahl haben, als die globale Erwärmung zu stoppen. Wir sehen, wenn wir den Lebensstil hier anschauen, auch dass sich unser Leben durchaus verändern wird, aber in Summe würde ich gern behaupten, zu einem besseren Leben führen. Was ist unser wichtigster gesellschaftlicher Beitrag? Sowohl als Kommune als auch als Einzelperson Vorbild zu sein, Beispiele liefern, zu zeigen, dass es geht, zu zeigen, dass es gut ist, dass es einen Nutzen hat, diese Veränderung. Und auf der politischen Seite halte ich es für am wichtigsten, die Ressourcen anstelle von Arbeit zu besteuern, aber das ist nichts, was man jetzt im kommunalen Bereich machen kann. Ich denke, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, was uns bevorsteht, und eine engagierte Zivilgesellschaft kann diesen Wandel auf jeden Fall beschleunigen. Informieren Sie sich gerne, holen Sie sich Inspiration bei Klima4 auf dieser Website. Da steht schon einiges drin. Wir sind hier sehr aktiv, möchten stetig aktiver werden. Und ja, letztlich, wenn Sie darüber diskutieren müssen, ob es Gesetze braucht, ja, es braucht Gesetze. Und wie der Michael Kopatz so schön gesagt hat, natürlich ist jedes Gesetz eine Bevormundung, aber die Geschichte unserer Zivilisation ist eine Geschichte der Entwicklung von Regeln. Und wir müssen diese Regeln so gestalten, dass es zu einem guten Leben für alle führt. Und dann werden diese Regeln auch akzeptiert werden. Ich danke Ihnen schön. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben den ersten Teil so gesprochen, als ob wir das alles eh schon umsetzen werden. Das hat sich total gut angehört. Im zweiten Teil gab es dann konkrete Vorschläge und wir haben ja dieses Jahr auch bei uns die Wahl. Von daher haben wir auch die Möglichkeit zu steuern, wer Gesetze dann denn machen wird. Es gab ein paar Diskussionen im Chat. Es ging zum einen um das Methan von den Rindern. Da gab es so verschiedene
Inputs und vielleicht können Sie einfach noch mal erklären, wie sich das auswirkt. Methan ist ein Treibhausgas, CH4, das bei Wiederkäuern sozusagen gerülpst wird. Ja? Das entsteht bei der Vergärung des Heus, das sie fressen, und da wird das Methan entweicht dann eben bei dieser Wiederkäuung in die Atmosphäre. Das ist so, da kann man nichts dran ändern. Alles, was mit Milchprodukten zu tun hat und mit Rindfleisch, ist da relativ methanintensiv, mit einem hohen Methanausstoß verbunden. Aber auch andere Fleischsorten sind mit relevanten Treibhausgasemissionen verbunden, weil es dort wiederum, und das spielt bei allen eine Rolle, viel landwirtschaftliche Fläche braucht für das Futter. Und diese landwirtschaftliche Fläche ist wiederum mit Emissionen verbunden, weil dort gedüngt wird, gedüngt werden muss. Da gibt es wieder mineralische Dünger, Stickstoff, und dementsprechend gibt es Lachgas als weiteres sehr relevantes Treibhausgas. Also das sind die zwei wichtigsten Treibhausgase neben CO2, und die kommen zum größten Teil aus der Landwirtschaft. Natürlich kann man jetzt sagen, ein Rind, das mit Kraftfutter gefüttert wird und das noch mit Soja aus Brasilien, wo auch noch der Regenwald dafür gerodet wird, ist natürlich schneidet viel, viel schlechter ab als ein Bio-Weiderind, ja. Klar, da gibt es einen großen Unterschied, aber in Bezug auf die Methanemissionen unterscheiden sie sich wenig. Vielen Dank, dass Sie auch das Wort Bio nochmal erwähnt haben. Das wird gerade auch hier heiß diskutiert, warum denn jetzt Bio tatsächlich uns unterstützen kann. Oder ob das denn wirklich so ist. Ja, also alleine Bio, ich hätte das auch detaillierter bringen können, aber alleine, wenn man so will, die vollständige Umstellung auf biologisch angebaute Lebensmittel würde den Fußabdruck mindestens um ein Viertel reduzieren. Also ist schon sehr relevant. Können Sie da, was die Fläche angeht, nochmal was sagen? Weil da wird jetzt auch gerade hier drüber geschrieben. Fläche? Die Fläche, also sagen wir mal, ich nutze die Fläche, die ich nutze, um irgendetwas herzustellen oder um Ach so. Die Rinder. Ja, ja, also gut, wir wissen halt, wenn wir ein Rind mit Kraftfutter versorgen, dann brauchen wir zehnmal so viel Fläche, wie wenn wir dieselben Kalorien, Einheiten in Form dieses Getreides. So, wie habe ich jetzt den Satz angefangen? Nochmal, ich fange nochmal an. Sagen wir einfach, wir wollen 1000 Kalorien zu uns nehmen. Ich fange jetzt mal dort an. Und wir nehmen das in Form von Rindfleisch zu uns, diese 1000 Kalorien. Dann brauche ich 10-mal so viel Fläche für das Kraftfutter für dieses Rind, als wenn ich Getreide essen würde, das ich auf dieser Fläche anbauen könnte, wo jetzt das Kraftfutter wächst, das Soja. War das verständlich oder auch nicht? Es war verständlich. Ich weiß nicht, ob es ganz genau die Frage beantwortet, aber ich glaube, wir können es jetzt mal so stehen lassen. Okay. Jetzt haben Sie an mehreren Stellen über Wärmepumpen gesprochen, einmal bei den Technologien und einmal auch, wo es darum ging, die Potenziale und Möglichkeiten in den Kommunen anzugehen. Da wurde dann auch noch die Seethermie befragt, weil wir ja den Bodensee jetzt hier haben und weil in der Schweiz ja die Seethermie genutzt wird. Und jetzt ist die Frage, was Sie denn davon halten und ob Sie denken, dass der Bodensee dafür geeignet ist, vielleicht für so eine Großwärmepumpe. Ja, also generell ist so, dass das Seewasser keine wahnsinnig gute Wärmequelle ist. Ja, da haben wir halt 4 Grad, 4, 5 Grad im Winter. Das haben wir bei Luft auch oft. Und manchmal ist es kälter, und bei Solewärmepumpen haben wir dieses Temperaturniveau auch fast immer. Der Vorteil ist, dass man es sehr großtechnisch nutzen kann, also mit relativ wenig Aufwand eine Großwärmepumpe gestalten damit. Aber das macht es kostengünstiger, aber nicht unbedingt effizienter. Warum man aber solche Seewassernutzungen dennoch machen sollte, liegt darin, dass man mit dem Seewasser auch kühlen kann.
Und der Kühlbedarf mit Seewasser, der wird sehr, sehr effizient gedeckt. Also das schaffen wir mit anderen Methoden kaum. Also wenn man einen relevanten Kühlbedarf irgendwo für die Industrie oder für gewisse Quartiere hat, für Verwaltungsgebäude, was immer, dann kann man da durchaus mit Seewasser agieren. Und dann kann man es natürlich kombinieren, wenn man diese Erschließung der Seewasser, des Seewassers als Wärmesenke ohnehin macht, dann kann man es natürlich gleichzeitig im Winter auch als Wärmequelle nutzen. Okay, vielen Dank. Jetzt passt vielleicht dazu gerade noch eine Frage, die jetzt gerade kam, und zwar, wie schätzen Sie denn jetzt den Wasserstoff ein? Jetzt kann man ja den See nutzen zum Warm-Kalt-Ausgleichen, und was kann man denn jetzt hier mit dem Wasserstoff vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit Strom noch irgendwie machen? Wasserstoff ist ja im Moment das Zauberwort, und viele sind der Meinung, wir können jetzt einfach alles mit Wasserstoff lösen, von der Mobilität über die Stromversorgung und überhaupt alles. De facto ist so, dass natürlich sehr, sehr viele Bereiche mit Wasserstoff irgendwie versorgt werden könnten. Das ist aber sehr, sehr dass es einerseits bei vielen Bereichen auch Alternativen gibt, die besser sind, effizienter, kostengünstiger. Stichwort Mobilität ist gelaufen. Also der elektrisch betriebene PKW hat sich durchgesetzt, und der ist einfach um vieles effizienter und auch kostengünstiger als ein wasserstoffbetriebener PKW. Zeichnet sich mittlerweile sogar schon beim Güterverkehr so ab, dass die Elektro-Trucks konkurrenzfähig sind. Obwohl wir lange Zeit noch gemeint haben, beim Güterverkehr, mit Schwerverkehr, da braucht so große Batterien, das muss irgendwie mit Wasserstoff gehen. Nein, es geht in die Richtung, dass Elektrobatterien langsam, aber sukzessive leichter werden. Und ich habe erst kürzlich gelernt, dass die Substitution eines Verbrennungsmotors mit Getriebe und allem drum und dran durch einen Elektromotor zu einer Gewichtseinsparung von 2,5 Tonnen führt. 2,5 Tonnen, das hat kein PKW. Also nur, weil Sie einen LKW mit einem Elektromotor ausstatten, anstatt mit dem Verbrennungsmotor, haben Sie schon 2,5 Tonnen eingespart. Da können Sie viel Batterien reinstellen. Also, jetzt habe ich gesagt, wo wir Wasserstoff nicht brauchen. Im Übrigen ist das, weil ich momentan sehr viel mit Wasserstoff zu tun habe und sehr viel dazu befragt werde, ist das im Moment die wichtigste Aufgabe, zu sagen, wo wir Wasserstoff überall nicht brauchen. Jetzt sage ich Ihnen aber noch, wo wir ihn brauchen. In der Stahlproduktion ist am allerwichtigsten, da ersetzen wir Koks. Stahlproduktion brauchen wir dringend Wasserstoff. Dann kommen chemische Grundstoffe, da ersetzen wir Erdöl. Dann kommt die saisonale Speicherung, da ersetzen wir gar nichts, aber wir brauchen sie, weil wir im Winter wahrscheinlich zu wenig Strom haben werden, wenn wir alles abschalten, außer den Erneuerbaren. Zumindest brauchen wir eine Speicherung, die über mehr als ein paar Tage geht. Und da brauchen wir ein Speichermedium, und das sieht ziemlich klar danach aus, dass das Wasserstoff sein wird. Also da wird Wasserstoff als Speichermedium verwendet, sprich wir haben überschüssige erneuerbare Energie, machen damit wir Elektrolyse Wasserstoff, speichern den und werden dann mit dem Wasserstoff wieder in die Brennstoffzelle gehen, in die Rückverstromung, und dann, um dann im Winter genug zu haben. Das ist die dritte wesentliche Wasserstoffanwendung. Und dann kommen noch Themen wie Schifffahrt, Flugverkehr möglicherweise, aber da sind wir technologisch noch relativ weit weg. Und Prozesswärme, das habe ich vorhin schon erwähnt. Also das ist das, was in der Industrie in vielen Bereichen benötigt wird. Überall, wo Temperaturen oberhalb von 500, 600 Grad benötigt werden oder 700, braucht es irgendein Gas, und das wird wohl Wasserstoff oder zum Teil methanisierter Wasserstoff sein. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine recht konkrete Frage von einem Hotelbesitzer, und zwar haben da die Klimageräte Abwärme, und dieses Hotel hat jetzt nun keinen Pool und keine Sauna, und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann man denn diese Abwärme sinnvoll nutzen? Ja, das werde ich wohl jetzt auf Distanz nicht so beantworten können, leider. Das müsste man sehr konkret anschauen, wo es gleichzeitig einen Wärmebedarf gibt in diesem Hotel und wie groß die Mengen sind, und wenn das intern nicht genutzt werden kann, ob es Sinn macht, da irgendwie in ein Energienetz reinzugehen. Aber das kann man leider auf Distanz jetzt überhaupt nicht beurteilen.
Okay, dann waren das, wenn ich das richtig überlesen habe und aus den Diskussionen rausgeguckt habe, was da noch an Fragen war, alle Fragen, die gestellt wurden. Vielen herzlichen Dank. Okay. Ich sehe nur die Zahl auf dem Chatprotokoll mit 44, aber Ja, da die. ging es wild hin und her. Okay. Gut, in dem Fall keine Fragen, nur Statements. Also ich meine, das war jetzt das, was ich daraus lesen konnte an Fragen. Dankeschön. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Drechsel, für den interessanten Vortrag. Und es hat sehr deutlich aufgezeigt, dass das für das Erreichen einer Klimaneutralität, dass das im Prinzip nur gemeinsam gelingen kann und dass der Lebensstil doch einen sehr großen Einfluss auf alles nimmt. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Organisatoren recht herzlich bedanken für den sehr interessanten Vortrag. Vielen Dank. Gut, kurze Bemerkung von mir. Ich unterbreche jetzt die Aufzeichnung, nur dass alle Bescheid wissen. Das ist jetzt also ab, die Aufzeichnung wird jetzt hier mit.